es ist einfach. Es ist einfach bunt. Darauf erst noch mal einen Schluck Kaffee. Das ist jetzt sowas wie mein YouTube-Vlog. Und ich bin richtig doll aufgeregt. Und bevor ich mich jetzt aber euch vorstelle, sippe ich noch schnell mein Käffchen fertig und mache mich kurz ready, weil mit dieser Frise möchte ich mich nicht bei euch vorstellen. Also, bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Und ja, ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem YouTube-Kanal. Oh mein Gott, dass ich das mal sagen würde, hätte ich nicht gedacht. Aber here I am. Und ich bin sogar richtig professional unterwegs und habe mir hier ein Mikrofon gegönnt. Ich hoffe, dass dadurch einfach die Tonqualität noch besser ist. Ja, mein Kameramann, nee, nicht Kameramann, sondern der Mann, der die ganzen Videos für euch am Ende schneiden wird, der wäre jetzt stolz auf mich. Ich habe mir nämlich hier richtig das geile Setup aufgebaut und ich finde auch, das Licht ist ganz gut gelungen. Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall, während ich jetzt hier mein Käffchen trinke, möchte ich euch ganz kurz erzählen, wer ich bin und was ich mache. Die meisten von euch kennen mich sicherlich von Instagram und ich denke, dass ihr auch über Instagram hier auf meinen YouTube-Kanal aufmerksam geworden seid. Falls ihr mich auf Instagram noch nicht kennt, dann verlinke ich euch das natürlich hier direkt und würde mich auch freuen, wenn ihr mich dort verfolgt. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch, sage ich euch gleich zu Anfang, über ein Abo hier auf meinem Kanal und wenn ihr einschaltet und wenn ihr dabei seid, mich auf meiner Reise zu begleiten. Was für eine Reise eigentlich? Ja, also ich bin Linda, ich bin 31 Jahre, ich lebe in Wien und für mich steht nächstes Jahr im Herbst das erste Mal ein naturaler Bodybuilding-Wettkampf auf dem Plan und ich habe halt richtig krass Bock darauf. Ich arbeite schon so lange darauf hin, trainiere jetzt seit 6 Jahren ungefähr und ja. Gehe jetzt meinen großen Traum tatsächlich endlich an. Ich werde euch davon noch ganz viel erzählen. Vieles wisst ihr wahrscheinlich eh schon, aber ich bin auf jeden Fall dafür nach Wien gezogen. Trainiere hier im Gym aller Gyms, das Gym, und habe mich hier einfach in ein Umfeld begeben, ja, wo ich das Bestmögliche aus mir herausholen kann und werde. Und ich möchte euch einfach auf diese Reise jetzt mitnehmen, euch zeigen, was alles möglich ist. Und ja, es wird aber wahrscheinlich auch nicht nur um Bodybuilding hier gehen, weil es gibt so viel mehr in meinem Leben. Mein Leben ist so super bunt und ich bin bunt und ja, es ist einfach. Es ist einfach bunt und ich will euch von diesem ganzen Bunten ganz viel mitgeben. Will euch zeigen, dass ihr an eure Träume, an euren Träumen festhalten müsst, an euch glauben sollt. Und ich bin ein bisschen sprachlos, wie ihr merkt. Für mich ist es irgendwie komisch, jetzt so lange reden zu können und zu wissen, dass das dann jeder sehen kann. Darauf erst noch mal einen Schluck Kaffee. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde euch heute ein bisschen durch meinen Alltag mitnehmen. Es ist jetzt, lass mich sehen, es ist 7:22 Uhr Samstagmorgen und ja, ich bin immer relativ früh wach. Da ich auch unter der Woche sehr früh aufstehe, ist das meistens auch am Wochenende so.
Und ich werde jetzt hier noch meinen Kaffee fertig trinken. Dann gibt es mein Pre-Workout und dann geht es auch schon ins Training. Ich habe jetzt die letzten 3 Tage kein Training gehabt, denn es stand ein Deload auf dem Plan, beziehungsweise 3 trainingsfreie Tage, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin am Ende meiner Kapazität und deswegen steige ich jetzt heute mit einer leichten Leg-Session wieder ein, beziehungsweise mit einer Deload-Einheit. Heute und morgen nochmal eine Deload-Einheit und ab Montag geht es dann in die neue, in den neuen Trainingszyklus. Wir machen jetzt Pre-Workout, Reispudding. Und da zeige ich euch mal ein bisschen, wie ich das mache. Geht ganz schnell, ist leicht verdaulich und ja. Okay, ich habe gestern einfach mal richtig krasse Lebkuchen Brownies gebacken. Die Mädels kommen nämlich zu Besuch am Wochenende. Und ja, ich befinde mich jedoch auf Diät und werde diese geilen Dinger nicht essen. Aber wir fragen einfach am Wochenende die Mädels, wie sie ihnen geschmeckt haben. Hihi. Also die sind super ungesund. Und nichts für einen Fitnesskanal. Hier hinten übrigens, wer kennt ihn? Ach, so ein schöner Mensch. Das ist jetzt Reispudding und da habe ich ein bisschen Geschmackspulver reingemacht und heißes Wasser drüber. Das lassen wir jetzt ganz kurz ziehen. Dann machen wir aber schon mal, sehr wichtig, Salz rein. Mit Salz ist alles besser, Freunde. Und das verrühren wir jetzt noch ein bisschen. Konsistenz, sehr geil. Und jetzt kommen da noch 20 Gramm Whey rein. Ich nehme immer was Veganes, weil die Konsistenz dann einfach noch mal ein bisschen geiler wird. Das Ganze wieder gut verrühren und gegebenenfalls noch mal ein bisschen Wasser drauf, damit das Vegane braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Wasser. Das ist jetzt schon richtig geil, aber es wird jetzt noch ein bisschen besser, wenn wir es jetzt nochmal für 1 Minute in die Mikrowelle stellen. Ich mag das, wenn das ein bisschen härter wird, auf jeden Fall. So Leute, ich habe jetzt mir mein Pre-Workout gemacht und das ist jetzt hier Schoki drauf. Sieht man das? Puh. Sie verschmilzt schon. Ich schmilze die jetzt nochmal mit dem Löffel. Und dann kommt auf jeden Fall noch ordentlich Salz drauf. Und ich muss das Ganze ja jetzt auch für Instagram noch aufnehmen. Das ist irgendwie jetzt ein Struggle, das beides gleichzeitig zu machen. Aber wir schaffen das schon. Also, Salz kann man nie genug drauf machen, haben wir gelernt schon. Für den guten Punkt gleich im Training. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Wenn ich nur noch ein Lebensmittel essen könnte, es wäre auf jeden Fall Porridge, Reispudding. Einfach alles, was damit zu tun hat, Leute. So, Leute. Für mich geht es jetzt in ein Training. Ich nehme euch mit. Ich versuche es zumindest, ein bisschen was zu filmen. Nicht alles, aber ein bisschen was.
Und zwar geht es in eine Deload Leg Session. Und zwar, Leg Session weiß man bei mir immer, wenn ich eine kurze Hose anhabe, dann werden immer die Legs trainiert. Darauf freue ich mich jetzt sehr doll. Das einzige Problem, ich habe echt Rückenschmerzen. Und ich hoffe, dass sich das jetzt legen wird durch das Deload-Training heute und morgen und dass ich da jetzt nochmal ein bisschen Mobility reinbekomme und da irgendwie gegenwirken kann. Ich mache jetzt YouTube. Was sagst du dazu? Hallo, da bin ich wieder. Ja, vom Deload-Training zurück. War eine gute Session, aber Deload-Training ist einfach nicht so mein Fall. Aber es ist dennoch total wichtig, weil man halt einfach wieder ins Training reinkommen muss. Ja? Ich mache Deload immer in Form von ein paar Tagen frei. Ich hatte jetzt 3 Tage frei und dann einfach nochmal 2 oder 3 Deload-Sessions. Deload heißt bei mir, dass ich quasi das Gewicht genau gleich lasse, aber einfach weniger Sätze habe und ja auch ein bisschen weniger ans Muskelversagen gehe. Also meistens noch 2 oder 3 Reps in Reserve. Ja, auf jeden Fall hat es trotzdem gut getan, wieder im Gym zu sein nach 3 freien Tagen. Und jetzt gibt es bei mir Post-Workout-Porridge. Morgens gibt es ja, oder vorm Training gibt es ja immer Reispudding und nach dem Training gibt es dann immer Haferflocken, zumindest mal am Wochenende. Unter der Woche sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus, werde ich euch dann auch nochmal zeigen. Aber, genau, nach dem Training auf jeden Fall Haferflocken und natürlich auch wieder Salz drauf. Und was ich hier halt auch mega liebe, in der Winterzeit ist Zimt, ja, Freunde, einfach Zimt. Zimt kann nie genug sein, vor allem nicht, also eigentlich auch nicht nur in der Weihnachtszeit, ne? Aber ich versuche es auf die Weihnachtszeit zu beschränken. Und weil wir alle das Leben uns ein bisschen bunter machen wollen, kommen noch ein paar kleine bunte Streusel obendrauf und das macht es einfach so viel geiler. I show you. Mega, oder? Ich habe erstmal genappt.
Ich habe irgendwie die Nacht ja auch nicht so viel geschlafen. War um 6 schon wieder wach, innere Uhr und so. Und ja, ich war nach dem Training jetzt so K.O. Hab ja noch mein Porridge gegessen und danach hat es mich einfach weggehauen. Ich raff mich jetzt auf. Ich gehe jetzt ein bisschen in die City, in die Wiener Innenstadt. Ein paar Steps sammeln, ein bisschen frische Luft schnappen und später geht's dann noch essen. Ich bin auf dem Weg in die City. Ich habe mich fertig gemacht. Yes. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur Bahn. Fahre mal in die Innenstadt und es ist echt verdammt kalt. Ich hätte gedacht, es wäre wärmer. Schauen wir mal. Viel los hier in der City. Das halte ich nicht lange aus. Die Weihnachtszeit, oh mein Gott, Freunde. Ja, ich habe mir jetzt hier dieses Candy Can gegönnt. Das ist so ein Zero-Getränk, aber es ist auf jeden Fall ursüß und es schmeckt auch nach Lollipop einfach. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Ich bin jetzt wieder zu Hause, weil ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich mich mit den Mädels gleich im Anabol treffe. Und ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Tee, weil mir ist so unfassbar kalt, Leute. Ja, also nochmal zusammenfassend zu Wien. Die Innenstadt ist einfach wunderschön, aber ich kann euch da nichts zeigen, wenn da so viele Menschen sind und Weihnachtsmarkt ist. Puh, ja. Also ich würde sagen, ihr kommt einfach mal nach Wien und dann gehen wir gemeinsam über den Weihnachtsmarkt. Live ist es eh viel schöner. Aber mit den Lichtern ist es schon cool. Ich habe ja so viel Tee, ne? Ich kann mich nie entscheiden, aber ich liebe Tee. Meine Mutter, die würde jetzt wieder sagen, kauf aber bloß keinen Tee mehr. Du hast viel zu viel. Als ich nach Wien umgezogen bin, habe ich meinen ganzen Tee mitgenommen von Berlin. Und meine Mama hat das gesehen und hat gesagt, ich darf keinen Tee kaufen, bevor ich nicht den ganzen Tee leer getrunken habe. Aber daran konnte ich mich leider nicht halten. Vor allem jetzt in der Winterzeit. Ne? Ich habe hier, den liebe ich besonders, Schneeträumchen. Geil. Dann habe ich hier auch gebrannte Mandel. Oder Bratapfel, Himmelszauber, Winterzauber und was nicht alles. Die Katla hat mir auch einen Adventskalender mit Tee geschenkt. Und ich glaube, den nehme ich jetzt mal, weil das ist ein Gute-Laune-Tee. Und da steht drauf, manche Dinge gehören einfach zusammen. So wie Advent und Tee und Sonnentor und gute Laune. Diese Teemischung war von Anfang an mit dabei und beschert dir einen sonnigen Start in den Advent. Bitte lächeln. Dann machen wir das doch, ne? Gute Laune-Tee ist immer gut. Freunde, es gibt echt nichts über Tee. Den gönne ich mir jetzt noch. Chill noch eine halbe Stunde und dann geht's lecker essen. Hallo. Mit Weihnachtsbaum. Thank you.
3-0. Echt? Ja. Aber fast. So, jetzt gibt's hier lecker Hähnchen, Bockgemüse. Dann bei der Kim gibt's eine richtig gute Bowl. Und bei Nadine? Bockgemüse, Rind und noch einen Salat dazu. Lasst es euch schmecken. Ich bin wieder zu Hause. Ich war jetzt im Anabol mit Nadine und Kim. Beide sind auch beim Daniel im Coaching und wir kennen uns über die KBK-Community und das ist einfach immer so schön, irgendwie Leute kennenzulernen, die ja auch aus der Community sind oder die generell einfach die gleiche Leidenschaft haben, denn es macht einfach so viel aus, sich mit Menschen auszutauschen, die einfach so denken wie man selbst oder die gleichen Themen haben oder eben auch nachvollziehen können, was man selber so den ganzen Tag denkt und worüber man sich so den Kopf zerbricht. Und ja, die beiden, die sind jetzt gerade auf Wettkampfvorbereitung und gehen im Frühjahr schon auf die Bühne, sind natürlich dementsprechend in der Prep. Und dementsprechend waren jetzt auch unsere Themen sehr wettkampflastig, aber es hat einfach gut getan und ich glaube, es hat den beiden auch nochmal irgendwie so ein bisschen Motivation gegeben, darüber mal zu quatschen und auch hier in Wien zu sein, im Dust Gym zu sein, im Anabol zu sein. Und ja, einfach der Austausch untereinander ist extrem wertvoll und hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen und auch mir Motivation gegeben. Ja, und mit diesem schönen Abschluss des Tages verabschiede ich mich auch von euch. Ich habe mir jetzt schon bereits einen Tee gekocht und werde mich jetzt gleich in meinen Jogger werfen und dann einfach nur noch entspannt den Abend auf meiner Couch ausklingen lassen. Und es juckt. Ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich hoffe, dass dieser kleine Vlog euch gefallen hat, mein allererster Vlog. Ich habe euch heute ein bisschen mit durch meinen Tag genommen und ich habe auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele Ideen für die nächsten Vlogs und ganz, ganz viel Motivation. Und ich hoffe einfach, dass euch das Ganze hier gefällt, dafür mache ich das. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wahnsinnig, über einen Kommentar von euch. Schreibt mir bitte gerne, was ihr sehen wollt. Schreibt mir Fragen, abonniert bitte meinen Kanal, das würde mich auch ganz, ganz doll freuen, weil dann weiß ich auch einfach, dass das, was ich mache, auch ankommt. Es geht mir nicht darum, viele Follower zu haben, sondern es geht mir darum, zu wissen, ob das bei euch ankommt und ob ihr mehr davon wollt. Dann macht mir das natürlich auch doppelt so viel Spaß. Und ja, ich verlinke euch auch nochmal mein Instagram, da bin ich auch sehr aktiv. Und dann freue ich mich schon ganz, ganz doll, wieder für euch zu drehen. Wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Wenn das Video nämlich online kommt, ist es Donnerstagabend. Und wir hören uns. Ich habe euch auf jeden Fall lieb. Ihr seid jetzt schon eine mega geile Community. Und ja, sage Tschüssi.